Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Gestern habe ich ein bisschen gefailt, aber heute werden wir nicht failen, denn heute werden wir bauen. Hoffe ich. Ich hoffe inständig, dass ich nicht failen werde. So, rotate. Wir können ihn jederzeit umpositionieren, das ist das Gute daran. Deswegen bauen wir den erstmal hier auf. Wieso hat sich das gerade verändert? So. Ich weiß noch nicht, wofür ich die Zahnräder nutzen werde, aber wir werden sehen. So. Sehr schön. Das erste Ding ist schon mal gebaut. Jetzt gucken wir weiter. Feuerholz. Könnten Blacksmith Place machen, ne? Eine Destille könnten wir machen. Für Alkohol, dafür müssen wir höchstwahrscheinlich die Beeren sammeln, ne? Oder eine Sägemaschine, die benötigt aber Strom. Haben wir noch nicht. Könnte ich mal einen Generator bauen? Ich hasse es, wenn der Loop verschwindet, dann ist kurz alles still und ich denke mal, gleich kommen Zombies. Dann sollten wir vielleicht hier drauf erstmal gehen. Einen Grill könnten wir machen, einen Cooking Pot könnten wir machen. Aber ich denke mal, das hier zu machen ist erstmal besser. Und zwar brauchen wir erstmal Lashings. So. Da haben wir hier noch ein bisschen was rumliegen, ne? Wie viele Lashings haben wir jetzt? Vier haben wir insgesamt. Wir brauchen jetzt noch ein paar Stöckchen, dann können wir das Ding bauen. So, sägen wir den hier mal ein bisschen an. Ernsthaft? Ich habe keine Axt mehr. Das ist jetzt richtig mies. Ich glaube, ich habe gar keine Äxte mehr, ne? Leer. Ja, nur hier war Munition drin, ne? Also Hauptsache, ich habe Hämmer ohne Ende. Aber keine einzige Axt. Habe ich der Troller eine Axt gegeben? Gucken wir mal. Die ist sowieso oben und backt sich fest, ne? Ja. Du hast Spaß. Danke für deine Hilfe. Hey. So, eine wirklich sehr hilfsbereite Person, die Dame. Ich meine, ich könnte doch Äste suchen, aber so geht das schneller, wie ich finde. Was zum? Ich habe meinen Arm vergessen. Gehen wir wieder bandagieren. Geil. Ach Gott. Ich habe noch eine einzige Bandage hier drin. Ich müsste aber noch mehr haben. Irgendwo. Ich muss auf meine Hand aufpassen. Ach Gott. So, habe ich da wenigstens jetzt genug Stöcker? Hier, ne? Ach, ich brauche richtige Sticks. Ja gut. Tut sich nichts. Habe ich hier noch Stöcker rumliegen? So, ich hoffe, das damagt meinen Arm nicht. So, Bandagen. Ah, deswegen brauchen wir Alkohol, um Bandagen herzustellen. Okay. Dann würde ich sagen, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich es vergessen. Ach, stimmt. Ich wollte das Ding hier aufstellen. Das tun wir am besten hier. Ach, ich brauche ein Messer. Habe ich hier noch eins rumliegen? Ah, jetzt mal meine Schränke durchwühlen, weil meine Ordnung für den Arsch ist.
Messer müssen wir eh immer dabei haben. So, perfekt. Dann bräuchten wir einen Cooking Pot, wieso nicht? Stellen wir den hier hin. So, was können wir da rein tun? Wasser? Okay. Cooking Task. Keine Ahnung, wie man kocht. Ah, hier! Weiß zwar nicht, wo ich Karotten herbekomme, aber Potatoes haben wir. Sehr schön. Was bauen wir als nächstes auf? Wir haben einen Grillstand. Water. Hier, den hier brauchen wir noch, ne? Habe ich ein paar Steine mitgenommen? Was habe ich hier alles drin? Keine Steine auf jeden Fall. Ah, hier Steine haben wir. Ah ja. Bin ja jetzt voll. So, ein paar Steine. Es müssten jetzt. Das war nur einer. Ja gut, da müssen wir kurz los und Steine suchen. Dass ich mal sagen muss, dass ich Steine brauche. Auf der Straße liegen oft welche rum, ne? Damit sowas passiert wie da vorne. Oh, eine Feder, wieso nicht? Ja, ich glaube, man sieht die hier einfach besser auf der Straße, ne? Oh, nicht wirklich viel. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal runter zum Wasser. Finden wir bestimmt schon Steine auf dem Weg. Natürlich bin ich überladen. So, das Wasser war jetzt. Wo genau? Hier runter, ne? Ja, hier bei der Hütte. Oh, ich sehe Bandagen. So, bevor wir jetzt hier irgendwas suchen, ich werde mit diesem Inventar, mit diesem vollen Inventar, werde ich auf jeden Fall einen Scheiß machen. Das kann ich euch sagen. So. Geil wäre, wenn man mit diesem Benzinkanister einfach Wasser reinfüllen könnte, ne? Das. Ich meine, ich würde es tun. Wenn ich hier in dieser Lage wäre. Würde ich einfach meinen Benzinkanister entleeren, sauber machen, logischerweise, sonst hast du den Pfiff. Und, ja, dann freust du dich. Ach, guck mal. Ich kann den gar nicht moven. Na gut. Du bleibst halt da. Ach, hier habe ich noch Steine. Ja gut. Wissen wir jetzt Bescheid. Einen Eimer und Wood. Pieces of Wood. Also weiß ich. Jawoll! Können den Bogen machen. Was wollte ich jetzt machen? Eimer, ne? Ach, der ist schon drin. Okay. Ah, mir fehlt. Ach, egal. Machen wir das hier noch. Aber das stelle ich dann in die Küche. Und nur für den Fall der Fälle, dass wir es mal drin brauchen, haben wir es drin. Weil es ist ja auch irgendwo ein Küchenutensil. Ich weiß, der Kochtopf auch, aber ich weiß nicht, der wirkt eher, als müsste er draußen stehen. So, das dazu. Dann brauche ich jetzt wahrscheinlich einen Baumstamm, ne? So. Muss ich jetzt extra herlaufen?
Wird sie es tun oder hängt sie da immer noch fest? Was erwartest du eigentlich, Zero? Was erwartest du? Naja. Gut, mein Arm ist wenigstens gleich wieder ansatzweise verheilt. So. Perfektes Timing, ich bin nämlich durstig. Ich hab dem doch. So. Ja, es kostet mich alles Zeit. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Treebark. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt Kacke, ne? Habe ich natürlich nichts am Start. Ist hier irgendwas runtergefallen von dem Zeug? Nicht wirklich. Geil. Einfach geil. Hier habe ich auch nichts mehr drin, ne? Ja gut, dann. Wie viel Holz habe ich gebraucht? Vier. Vier Beinen. Geil. Ach, das läuft. Wunderschön. Ja gut, ich bin dehydriert. Wir müssen was trinken. Eine Sache haben wir, glaube ich, noch, ne? Ich glaube, die Tomatensuppe hilft auch. Ja gut, dann müssen wir morgen einen Treebug organisieren. Ansonsten war's das. So. Ich kann keinen Zucker mehr tragen. Noch mehr Zucker. Alles voller Zucker. So. Du kommst mal mit. Ich habe hier noch eine Cola drin. Ah. Gar nicht gesehen. So überfüllt bin ich hier. Mein Reichtum, Freunde. Guckt ihn euch an. Kann man gar nicht verhungern. Animal Fat, ja, toll. Wie kriege ich dich hier weg? Naja, zumindest läuft sie jetzt nicht mehr unsinnig durch die Gegend. Was wir aus dem Zimmer machen, weiß ich auch noch nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen und das 10 Stunden. Oh. Ich sehe gerade, da fällt Licht in meinen Aufnahmeraum rein. So ist das halt, wenn die Sonne scheint. Als Gamer hast du die Sonne. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen was aufhängen, wie zum Beispiel dich. Dann nehmen wir uns hier das Essen raus, was wir hier irgendwo gebunkert haben. Da. So. Und hängen das auch auf. Mir wurde gesagt, das ist nützlich. Das geht nicht. Okay. Man kann es nicht trocknen. Oder ich brauche was anderes dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das Salz brauche. Weil Salz entzieht Flüssigkeit. Aber dann wahrscheinlich nicht hier drin, ne? Es sei denn, wir packen da Salz rein und dann funktioniert das. Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich auch was anderes dafür. Ich weiß das nicht, ich weiß das nicht, ja. Na, dann liegst du halt da. Ist mir auch egal. So, wir wollten ja was anderes organisieren. Wir müssen nämlich unser Wasserdingenskirchen vorbereiten. Ich hoffe, die Axt hält noch so lange. Auf meinen Arm aufpassen.
Ich hab's nicht vergessen. Ist das ätzend mit dem Arm, ne? So viele Sachen, die man nicht braucht, die beim Baum runterfallen, ne? Warum fällt hier nichts runter? Blätter, Äste, Dinge, die ich nicht brauche. Soll ich noch mehr aufzählen? Hab echt kein Glück. Haben jetzt ein so ein Ding, ne? Wie viel brauche ich? Vier, Alter. Ich werd nicht mehr. Bei mir in der alten Butze habe ich aber drei Stück oder so aus dem Baum rausbekommen. Jetzt bekomme ich hier nicht mal einen raus. Na, endlich. Na super. Zumindest ist der Wald groß genug. Bald ist hier kein Wald mehr, wenn es so weitergeht. Na komm, lass mir noch einen fallen, Baum. Einen einzigen, mehr will ich nicht. Eigentlich möchte ich zwei. Aber wir verhandeln hier jetzt mal nicht. Oh, verdammt. Na gut, nächster Baum. Eine Tanne gibt mir doch bestimmt ganz, ganz viel, ne? Also ich muss sagen, liebe Entwickler, das Spiel ist nett, das Spiel ist schön, das Spiel macht Spaß. Aber bitte, erhöht die Drop-Chance für dieses Scheißzeug. Das ist ja grausam. Oder kann ich irgendwann mal ein Rohr oder so in den Baum reinrammen und dann gibt er mir auf ewig das Zeug. Na, endlich. Drei, ne? Ja, einen brauchen wir noch. So. Dann machen wir uns Holz. Ich finde es schön, dass wir eine Mitbewohnerin haben, die nichts tut. Das ist ziemlich realistisch. Ich muss Holz mitnehmen. Wird neblig, cool. So, dann beeilen wir uns mal. So, die Matches liegen hier irgendwo noch rum, ne? Ja. Ich weiß nur nicht, wie lange das läuft. Ich hoffe auf ewig. Ich bezweifle es aber fast. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren noch mal ganz kurz zum See. Ich mach's mir hier bequem im Auto. Ich will nicht zu Fuß rennen. Dauert mir zu lange. Ich habe ein bisschen verwirrt, wo der See war. Ich wünschte, ich könnte die Soundmaschine rumschleppen. Ah, oh, schön grün das Wasser. So, habe ich eigentlich Schrotflintenmunition dabei? Nicht viel. Ich habe ihn getroffen, ihr habt's alle gesehen. Ihr habt's alle gesehen.
Der olle Cheater. Ich habe zu viele Sachen dabei, ich traue mich nicht. Nein, was machst du denn? Ich habe das stinkende Wasser getrunken. Oh nein. Ich hoffe, das ist, war jetzt nicht schlecht. Gerade noch geschafft. Aber ich bin am Verbluten, ne? Wir sollten zurück. Oh. Stimmt. Alter. Oh, Junge. Oh, kein Scheiß. Okay, Bandagen liegen hier auf jeden Fall rum. Ich hab gedacht, ich hab's geschafft. Das ist Mobbing. Habe ich auch noch Orientierungsschwierigkeiten und es wird neblig. Von meinem Haus nach links, oder? Ja, da steht mein Auto. Hätte ich auch zu Fuß laufen können. Das ist nicht weit weg. Was ein Bullshit. Naja, gut. Ich habe jetzt nicht allzu viel verloren. Ist ärgerlich. Aber naja. Was willst du machen? Jetzt habe ich schon wieder Bandagen verschwendet. Und wofür? Für nix. Hier ist ein Buch, das kann ich nicht mal lesen. Wenn man wenigstens das Buch lesen könnte. Ah, ich kann die Schränke mitnehmen. Nice. Immerhin etwas. Irgendwas, was ich nicht brauche. Blätter kriegen wir mehr als genug. So. So, dann klauen wir uns jetzt die Dinger. Sparen wir ein paar Ressourcen, die wir verloren haben. Ja. Wieso muss jede Folge mit einem Fail enden? Hinter meinem Haus ist das Wasser, okay. Das merke ich mir. So. Schrank Nummer 1. Ah, hinten drum raus, okay. So, und dann klauen wir uns direkt den nächsten Schrank. Eigentlich hätte ich da ein paar Sachen reintun können, ne? So, ansonsten ist hier nichts mehr, der Stein, aber. Wobei, komm, hier. Nimm mit den Scheiß. Nehmen wir das halt noch mit und die Blätter noch mit. Dann haben wir alles. Ich muss ehrlich sagen, das ist echt eine bittere Pille, so gestorben zu sein.
gerade noch überlebt mit der Bandage und dann fällt sie trotzdem um, weil die Blutung ja noch da ist. Die Blutung muss ja erst gestillt werden. Da hilft ja eine Bandage nicht viel. Die Bandage unterstützt die Wundheilung, ne? Aber komplett unterbrechen würde es die Blutung nicht. Es blutet natürlich noch ein bisschen raus, bis der Verband seine Wirkung zeigt und das Ding halt feste ist. Halt. In die Garage. In die Garage möchte ich. So, naja, immerhin. Gute Ausbeute. Na gut. Wasser abladen. Wasser holen, Auto holen. Das ist der Plan. Wie? Ach, wenn das an ist, geht das nicht. Das nächste Mal fülle ich das Ding erstmal auf bis zum Anschlag. Und dann starte ich es. Ja gut, jetzt müssen wir das Auto so holen. Guck mal, wie nah dran das ist. Na gut. Freunde, ich würde sagen, das war der heutige Fail. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Fail. Oh Gott, bitte nicht heute nochmal fehlen. Wir hatten vorgestern schon zwei Fails hintereinander. Das war schon schlimm genug. So. Haut rein, tschüss.